Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pioneers of Pagonia. So, die ersten Gebäude sind fertig, die ersten Produktionsstätten, wenn man so will, sind aktiv. Und hier hatte ich letztens noch in Auftrag gegeben, kurz vor Schluss, eine weitere Holzfällehütte, damit wir hier diese Bäume wegkriegen, weil die schlicht und ergreifend Bauland blockieren. Und das ist nicht so gut. Ja, das war auf der einen Seite bedauerlich. Ich mag Bäume. Ich mag überhaupt Natur. Aber es muss halt sein. Ne? Das hilft ja nun mal nichts. So, wir haben so ein paar Sachen noch zu erledigen, wie man sehen kann. Eine Holzwerkstatt wollen die lieben Kollegen jetzt auch schon haben. Okay. Steinbruch ist fertiggestellt. Steinmetz, einer ist im Bau und zweiter, der kommt erst ein bisschen später. Okay, er braucht noch einen zweiten Steinbruch. Ich bin deswegen so ans Grübeln gekommen. Wir haben ja hier einen Steinbruch fertiggestellt. Warum machen sie da jetzt nicht mit zwei einfach nur hin und machen das Ganze nochmal? Komisch. Naja. Mag ein Bug sein, weiß ich nicht. Hat vielleicht einen anderen Hintergrund, den ich noch nicht sehe. Ich komme mal kurz. Baue insgesamt zwei Steinbrüche. Baue einen zusätzlichen Steinbruch in der Nähe von Steinfeld. Ah, okay, nee, das war eine Aufgabe. Jetzt verstehe ich, die ist abgeschlossen. Ja, das war sozusagen so die erste Aufgabe. Die ist abgeschlossen. Insofern ist das also erledigt aus ihrer Sicht. Und jetzt haben sie jetzt noch einen zweiten. Ne? Und dann macht das Sinn. Weil hier hatten sie ja von vornherein gesagt, mach zwei. Ne? Und erst haben sie gesagt, hier nur bitte erst ein und dann, ja, jetzt brauchen wir doch noch einen zweiten. Und dann, manche Sachen sind nicht ganz so, wie sie auf den ersten Blick scheinen. So, wir brauchen aber schon eine Sammlerhütte. Da bin ich ganz weit vorne. Wir hätten nämlich hier sowohl Beeren als auch Pilze im Angebot. Da will das jetzt gut überlegt sein, vor allen Dingen auf dem Weg her. Das ist ein bisschen, hier sind die ganzen Felsensteine, hier haben wir die ganzen Pilze und so. Ich weiß, da ist Sammlerparadies, aber von der Wegfindung her könnte das ein bisschen problematisch werden. Ich fürchte, aber hier ist weiter nichts, ne? Sieht nicht so aus. Das Einzige, was ich hier pflücken kann, sind Kaninchen und Rehe. Alles andere ist nicht vorhanden. Hier wäre wieder so ein bisschen was an Beeren und auch an Pilzen gegeben, aber nicht so üppig. Habe ich so das Gefühl. Da sind so zwei Büsche, da hinten ist schon mal, glaube ich, wieder nichts mehr. Die sind in 0, nix weg. Ja, das heißt, wenn, dann hier. Das Bauen, wie gesagt, ist nicht das Problem, aber wie sieht das mit den Wegen aus? Wir fangen einfach mal an. Nahrung. Sammelhütte. Sammelhütte. Und ja, die könnte sich hier natürlich ideal breit machen. Ja, toll. Dann hast du wieder prima hingekriegt. So, vielleicht so ein bisschen so gedreht. Und dann kann die hier so platziert werden. Das ist nicht das Problem. Aber wie kriege ich die connected? Connected. Es ließ sich wahrscheinlich nicht anders machen, aber es würden jede Menge Pilze dran glauben müssen. Das ist schmerzt mich ein wenig. Aber die Gegebenheiten sind nun mal so, wie sie sind. Da macht also auch jetzt eine größere Grenze. Also wenn es jetzt schon mehr Gebiet meins wäre, das würde nicht viel ändern, weil das Gelände ist halt einfach jetzt hier der ausschlaggebende Punkt. Und
Das ist nun mal so, wie es ist. Ja, gar nicht. Ja, ich meine, hilft alles nichts. Ich muss jetzt halt so nehmen, wie es ist. Kann versuchen, den Schaden weitestgehend zu begrenzen, wenn das irgendwie machbar ist. Muss die Wege. Ah, nein! Brauchst auch nur einen Millimeter irgendwie rauszurutschen. Ich mach das mal so. Und schon hast du wieder die größten Probleme. So. Moment. Hier noch hin, da noch hin. So. Ich hoffe, dass da jetzt nicht ganz so viele Pilze bei drauf gegangen sind. Würde ich persönlich jetzt feiern, wenn das so sein sollte. Also wenn die meisten verschont geblieben sind. So, sehr gut. Okay. Dann hätten wir. Oh. Aha. Okay. Das sieht hier etwas gerupft aus. Der kümmert sich um erwachsene Bäume, der kümmert sich um erwachsene Bäume und er leider noch nicht. Achso, ich glaube, das hatte ich extra so gemacht, weil ich hier irgendwie Sachen weghaben wollte. Dann lasse ich das auch mal so. Ich könnte höchstens hingehen und sagen, Fokuspunkt bitte mehr so hier, vielleicht in diese Richtung. Und ich könnte sagen, hier könnte ich den Fokuspunkt ein bisschen verschieben. Okay, das läuft. Ich überlege gerade angestrengt, ob ich hier den ein oder anderen Holzfäller mal so ein bisschen schlafen schicke. Vielleicht erstmal ihn hier. Na, das funktioniert zumindest schon mal ganz gut, dass die hier die Klamotten wegholzen. Das klappt. So. Oh, ja doch. Zeitlich bin ich noch gut dabei. Was als nächstes? Die Sammelhütte ist in Bau. Gemüsefarm und das ganze Gedöne, das braucht noch ein bisschen. Proviantmacher auch. Steinmetz haben wir einen. Ach, das haben wir auch zwei. Und zwei Steinbrüche jetzt sollen es sein. Okay, Holzwerkstatt. Ist das nächste größere Ding? Der Steinmetz ist fertig. Ah, ich kriege aber jetzt hier. Würde ich den zweiten hinkriegen? Ja, das machen wir auch. Dann setze ich da den zweiten Steinmetz hin. Dann ist das auch schon mal soweit erledigt. Ein zweiter Steinbruch. Ich habe hier ganz wenig Stein. Also 80 Stein. Das ist jetzt nicht so üppig. Da hätte ich aber auch nochmal 80 Stein. Kriege ich einen Stein? Oh nee, das kannst du knicken. Kriegst du nichts hin. Das lässt das Gelände einfach nicht zu. Hm, ich habe hier Kalkstein, Stein, nochmal Stein
Da ist Kohle. Da ist wieder Stein. Oh. Ja, das wäre doch mal eine Sache. Ah, was? Ja, ernst? Oha. Okay, das würde gehen. Dann muss ich den hier so hinsetzen, dann geht nicht anders. Warte, 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 vielleicht noch ein bisschen drehen, geht das? Naja, ich kann ja auch zur Not auch mit dem Fokuspunkt arbeiten. Huh. Also das mit den Wegen, muss ich schon sagen. Achso, sind immer noch hier. Das ist schon so eine Sache, da muss man schon gucken. Das ist nicht mal eben so, ne, außer Schulter gezogen oder so. Was rede ich? Keine Ahnung. Das ist schon eine Sache, wo man dann ja mal gucken muss. Ist, was ich jetzt hier mache, ist das eigentlich sinnvoll oder bin da mit mir so ein bisschen selber im Zweifel? Okay. Machen wir mal da so den Weg hin. Okay, der kann Stein und Kalkstein abbauen, weil beides vorhanden. Ich glaube, das habe ich hier gar nicht gemacht, ne? Dass ich gerade gesagt habe, wieder nur das eine. Der braucht keinen Kalkstein. Ich weiß nicht, wo der den herholt, ganz ehrlich gesagt. Ne? Also, keine Ahnung, wo hier noch irgendwo Kalkstein rum existiert. Was? Du hast die Grenze eines pagonischen Dorfes entdeckt. Hey, wir sind nicht mehr allein. Jetzt wird's heftig. Wir sind nicht mehr allein. Ich würde mal den Fokuspunkt so ein bisschen verschieben wollen hier, tatsächlich. Moment, Augenblick. Nicht viel, ne, weil macht ja, würde ja auch keinen Sinn machen, aber hier so ist, glaube ich, schon besser. Ja, okay. Beziehungsweise ich könnte den vielleicht später so in diese Richtung mit verschieben, weil hier ist er auch noch ein bisschen Stein. Dann kann er zumindest das dann auch wieder abbauen, wenn jemand irgendwann Ende Gelände ist. So. Kann das sein, dass ich schon wieder viel zu niedrig sitze? Sag doch mal was, wenn er mich nicht sieht. Achso, er wollte mich gar nicht sehen. Ja gut. Das ist mir egal. So. Steinmetz und Steinbruch sind beide in Auftrag gegeben und im Bau. Wir bräuchten eine Gemüsefarm. Wir benötigen Wohnhäuser und wir benötigen Gilderhaus und wir brauchen eine Holzwerkstatt. Ich würde eher die Holzwerkstatt jetzt machen wollen als alles andere. Ich frage mich nicht, warum ist er noch so. Was ist jetzt hier los? A, bitte große, ausgewachsene Bäume und B, nach Möglichkeit diesen da. Huch, was passiert? Irgendwas hat... interessanter Ort entdeckt. Entdecke interessanten Ort. Oha. Was ist das? Ein mysteriöser Ort. Mysteriöser Ort. Bringe Waren an diesen Ort. Die hungrigen Propheten. Bringe Vorräte zum Außenposten. Kannst du uns dabei helfen, diesen besonderen Ort zu versorgen? Etabliere einen Transportweg zum angezeigten Ort und versorge ihn mit den geforderten Vorräten. Orte zu beliefern 2. Insgesamt schon gelieferte Waren, die brauchen 24, geliefert haben wir natürlich noch nichts. Diese Vorräte werden benötigt. Steinpilze 4. 24 Steinpilze. Gut, dass ich versucht habe, möglichst viele Steinpilze zu bewahren. Das wird aber herausfordernd unter Umständen. Die sind da. Ach, hier ist noch einer. Okay, deswegen 2. Ja, macht Sinn. Die brauchen auch Steinpilze. Ja, gleiche Text, ne? Wir wollen beide das gleiche. Wahrscheinlich wollen diese Orte alle das gleiche. Ich gehe da mal ein bisschen näher ran. Also irgendwie, die Entwickler haben es mit Katzen. Finde ich sehr sympathisch. Ja, also in diesen Gebäuden befinden sich meist, also zumindest eine Katze hier in dem Fall. Hier sind sogar 2. Miau, machen sie. Miau. Oh, Kätzchen. Was ich auch cool finde, ne, hier Wäsche und so. Ich mach das mal weg.
damit das nicht so sehr stört, versuche mal mit dem Mauszeiger da so ein bisschen rauszubleiben, was ein bisschen schwierig ist, wenn ich das ganze Ding jetzt ständig drehe. Dann haben sie hier ein Vogelhäuschen. Ich habe Fragen. Hier sind zwei Katzen und ihr setzt da ein Vogelhäuschen hin. Sollen die hier Selbstversorger spielen? Ich bleib da jetzt mal so ganz neutral. So, okay. Also, da, oh, hier ist noch einer. Es werden stündlich mehr. Moment, was ist das? Ist auch ein mysteriöser Ort. Der sieht aber ein bisschen anders aus. Also zumindest das Gebäude. Wir müssen sehr nah dran, gebe ich zu. Marktstände stehen hier. Auf. Natürlich wieder eine Katze mit dabei. Ich liebe das. Die Fahnen hier da, diese Standarten oder wie man das nennen mag, sieht jetzt ein bisschen weniger einladend aus. So, ich meine, gut, ich trage selber gerne schwarz, also fast ausschließlich, wenn man so will. Aber so, wenn ich sowas so als Begrüßung sehe, bei so einem Ort, ich weiß nicht. So, wollen die denn auch nur Ölstein? Oh, nee, die brauchen 28 Fackeln. Da geht mir jetzt aber ein Licht auf. Okay. Ja, schon interessant, dieser Turm hier. Nee. Es scheint da jemand zu wohnen, weil also irgendwie da ne, so ein Ofen oder sowas in der Richtung, also da ist ein Feuer, ne, ist da irgendwie tätig, da brennen, und sei es jetzt Kaminfeuer oder was auch immer. Man sieht aber die Person nicht. Was man sieht, sind die Katzen. Also drei mysteriöse Orte haben wir entdeckt und das dürfte das andere Dorf sein. Ja, genau. Die sind da schon eifrig dabei. Aha, aha, was ist das? Handelszentrum. Okay. Kleines Wohnhaus. Ja, die machen da genauso wie ich das mache. Wir schöne kleine Wohnhäuser bauen. Kupfertagebau, Kohletagebau, Eisentagebau, Holzfällerhütte, alles dabei. Jo. Das Handelszentrum. Kann ich aber erstmal nichts an. Sondern Handelszentrum von anderen Fraktionen entdeckt. Aufgaben sind nun verfügbar. Versorge kuriosen Bazar. Ah, das sind die 28 Fackeln, glaube ich. Versorge Außenposten. Das sind dann die 24 Steinpilze. Stelle Artefakt zu. Was auch immer. Finde Scharlachblüte. Okay. Ja, ich lasse da mit mir reden. So. So, ja, eigener Ort ist hier. Ja, die Minimap, ne, die ist echt super. Also da kann man sich sehr schön so Sachen angucken und so weiter und so fort. Da ist, achso, der hat nichts zu tun, weil ich dem gesagt habe, mach Pause. Ich glaube, die kann ich jetzt wieder aufheben. So, lele. Jetzt war ich so begeistert von den verschiedenen Orten, dass ich alles vergessen habe, inklusive Zeit. Da wird eifrig gesammelt, das ist cool. Was ist da schon alles angesammelt worden? Wir haben 14 Himbeeren, zwei weitere sind da gerade dabei, dass die gesammelt werden. Wir haben Steinpilze, wir haben ein bisschen Feuerholz. Ja, und auch ne. Flachs haben wir noch keinen. Also hier gibt es keinen Flachs. Muss ich wieder selber anbauen. Ich würde hier ganz gerne Lager errichten. Was mich ein bisschen stört an dem Spiel, wir gehen mal ganz kurz hier drauf. So, wir sind jetzt hier unter uns. Ich glaube, es gibt außer dieser Escape-Taste keine Möglichkeit, das Spiel zu pausieren. Ich gucke aber vorsichtshalber nochmal nach. Ich habe hier vorne irgendwo so ein Bart, das mich sehr stört. Steuerung, nein, Tastbelegung, da wollte ich hin. Bestätigen ist Eingabe, ist klar. Abbrechen, ach gut, ist Abgeben, Abbrechen ist Escape. Dann habe ich jetzt eben abgebrochen, keine Pause. Rein herauszoomen ist klar. Karte drehen, Kamera, Ausrichtung zurücksetzen. Ach, das kann man, genau, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt hier. Man kann auch die Kamera hochneigen mit Bild nach oben oder flacher machen mit nach unten. Das können wir auch nochmal uns anschauen. Bautasten-Snapping? Gebäudevorsatz nach rechts und links drehen, X und Y.
Sollte man vielleicht auch mal irgendwie mal ausprobieren. Ich mache das immer so mit der Maus, dass ich gucke, wo ist dann der Eingang so, ne, dass das schon mal passt. Aha, okay. So, genau. Ich hatte ja in einer meiner vorangegangenen Folgen gesagt, wäre schön, wenn man über Tastenbefehle zu Gebäude hüpfen könnte, um so mal, wenn man halt mal ein Gebäude sucht, dass man da fündig wird. Hier steht jetzt hier nächstes Gebäude Tabulator. Ja, das funktioniert. Aber immer halt innerhalb einer Gebäude Art. Also wenn ich jetzt beispielsweise Holzfäller habe, ja, 3, 4, 5 Holzfäller, dann kann ich mit der Tabulator-Taste diese 4 oder 5 oder wie viel auch immer Holzfällerhütten ich halt letzten Endes habe, die kann ich einzeln anspringen. Ich kann aber nicht aus dieser Kategorie raus. Ja, er geht da nicht hin und geht dann zum Wachturm beispielsweise oder so, ne, wenn das nächste Gebäude ist oder so. Das funktioniert leider nicht. Insofern, ja, man hat die Möglichkeit, aber sehr eingeschränkt. Also bis jetzt das, was ich zumindest bis jetzt so feststellen konnte. Na, hier steht doch schon nächstes Territoriumgebäude. Okay, das könnte ich mal ausprobieren mit der G-Taste. Das habe ich noch nicht gemacht. Da schaue ich mal, ob das geht. Letzte Position. Moment, was steht denn dazu? Wir können ja auch mal zum nächsten Territoriumgebäude springen. Wobei jetzt Territoriumgebäude die Frage ist, was meinen die damit? Meinen die alle Gebäude unseres Territoriums? Das wäre toll. Oder meinen die spezielle Gebäude damit? Also beispielsweise alles, was so die Grenzen verschiebt oder so. Das heißt also Wachtürme, meinetwegen vielleicht noch irgend so eine Militärakademie oder sowas in der Richtung. Aber können wir ausprobieren, ist kein Problem. Naja, muss ich mir nur merken, G-Taste. Also nicht der Tabulator, sondern auf die G-Taste rumhämmern. Dann schauen wir mal. Letzte Position, zurück zur Position vor dem letzten Sprung springen. Ja, okay, Karten beginnen, ist auch cool. Da kommen wir zum Bötchen zurück. So, das ist alles nicht das, was ich suche. Hier sieht man hier von wegen eine UI und so weiter, deaktivieren bzw. deaktivieren oder aktivieren. Zeige Aufgaben UI aktiviert oder deaktiviert die Benutzerfläche für die Aufgaben. Das ist die O-Taste. Zeige Benachrichtigungen über L. Aber eine über P-Pause gibt es hier beispielsweise nicht oder irgendeine andere Taste, die halt speziell nur eine Pausenfunktion hat, dass man halt also hier nicht dann so ein Teilchen vor der Nase hat, sondern der Bildschirm einfach nur einfriert, sich nichts mehr tut, so wie man das beispielsweise von Foundation kennt, ja, und wo man dann halt in Ruhe mal gucken kann, ne, die Kamera sich also bewegen lässt, nur halt das Spiel selber nicht weiterläuft. Das gibt es hier leider nicht. Nun gut, naja, gut, dann ist das so. So. Ja. Ich würde dir bei der Gelegenheit auch noch schon sagen, direkt sagen, ne, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Die Zeit ist schon wieder weit über die Zeit hinaus. Aber auch solche Sachen müssen mal gezeigt werden, damit man sieht, ne, was geht nicht. Ich habe wieder was dazugelernt, ist auch nicht verkehrt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ich danke sehr für euer Dabeisein, für eure Unterstützung und freue mich dann halt auf euch in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.